Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy 2. Wir wollen heute mit Luigi durchstarten, denn wir haben alle Sterne gesammelt, alle 120. Zumindest scheint das so bisher. Allerdings ist die Rede von grünen Phänomenen. Und das werden wir in diesem Part herausfinden. Und ja, um das anzugucken oder da zu gucken, was ist das überhaupt, müssen wir nochmal erneut Bowser im Final Boss besiegen. Und das machen wir in diesem Part. Ich weiß, das haben wir schon alles selber gesehen. Allerdings machen wir es halt jetzt nochmal. Wir brauchen keine Kometenmünze einsammeln. Wir können das ein bisschen schneller hier mal durchspielen. Bedeutet, auch die Texte überspringen. So größtenteils. Warte, da links ist ja ein Max Pilz. Also den will ich schon haben. Den will ich schon haben. Und dann können wir hier mal ein bisschen schneller vonstatten mal hier ein bisschen herumgehen. Es war ja auch hier ein Zeitkomet, den wir hier gemacht haben. Upsala, das war jetzt nicht so ganz so geplant. So, aber egal. Dann erstmal die drei Bumerang-Brüder. War das Bumerang? Nee, Hammerbrüder. Hammerbrüder. Gut, haben ja auch einen grünen Panzer. Und keinen blauen. So, weg mit dir. Ey, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Will meinen Maxi-Pilz nicht so schnell verlieren, daher gib mir mal bitte eine Münze. Danke sehr. Und nun geht es weiter. Mit Luigi steuert man ja noch mal ein bisschen anders als mit Mario. Auch, also halt, man kann höher springen, aber dafür rutscht man. Und dieses Rutschen könnte hier schon sehr gefährlich werden. So, hauen wir das mal kurz auf. Und nochmal schütteln? Nee, nochmal schütteln darf ich nicht. Kann ich irgendwie loslassen? Ach, mit A lasse ich los. Okay, gut zu wissen. Das war ja eigentlich nur mein Ziel hier. So, dann können wir hier durch. Und sind dann jetzt bei den Kettenhunden. Kugelwillis. Kugelwillis. Und da kommt schon einer. Können wir vielleicht ein bisschen abkürzen? Nee, leider nicht. Von hier aus zumindest nicht. Vielleicht von hier aus. So ganz wollte das jetzt nicht. Aber wir können zum Beispiel da schon mal hin. Und hier erstmal was Neues holen. Genau. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Und dann hier so durch. Und von hier aus dann hier rüber. Ah, ich kann ja mit dem Wirbelbohrer keinen Weitsprung machen. Na toll. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich wollte euch auch mal die anderen Wege nochmal zeigen, wie man dann lang gehen kann. Ohne Wirbelbohrer. Mit Wirbelbohrer ist es schwierig. Aber egal. So, vielleicht finden wir auch dieses eine Secret, was wir mal beim Kometen jetzt gesehen haben. Dass man irgendwo noch langlaufen kann, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. So, das war ein bisschen knapp, muss ich dazu sagen, aber nicht so schlimm. Ja, auf den Münzen verzichte ich jetzt hier mal ausnahmsweise. Ah, shit. Beinahe hier runtergelaufen. Oder verwechsel ich das jetzt mit einer anderen Galaxie? Das kann natürlich auch sein. Ich hab zwar... Ach doch, ich habe noch eine Wolke. Ja, mein. Ich dachte, ich habe keine Wolke mehr. Gut, hier hoch. Und dann geht es weiter. Ihr merkt, es ist wirklich so ein bisschen Schnelldurchlauf. Aber, ja, wie gesagt, wir haben schon alles hier gesehen. Da will ich jetzt mich auch nicht so lange aufhalten. So, Magie-Cooper. Dich kriege ich ganz schnell weg. Das war... Easy und Yoshi! Ja, Luigi, wie fühlst du dich hier bei Bowser's Galaxiengenerator? Schon so ein bisschen bedrohlich, oder? Hat den Bumerang-Bruder, lasse ich da jetzt auch mal leben. Aber ihr zwei müsst weg, leider. So, deine war schon nah am Abgrund. So, jetzt öffnet sich auch das Tor. Dann let's go! Der Weg ist ja hier auch nicht schwierig und da hinten ist schon das Ziel. Aber gut, wir müssen noch die schwierigste Passage überstehen. Und zwar hier. Da kann noch mal ein bisschen was schief gehen, wenn es nicht gut läuft. Ja, Maxi-Pilz brauchen wir jetzt nicht. Wir haben auch noch eine hier One-Ups. Das ist auch noch sehr, sehr gut. Und aus dem letzten Part noch die One-Ups. Und weiter geht es. Da hinten ist die Sternmünze. Die brauchen wir dieses Mal nicht. Das erste Mal, dass wir nicht die Sternmünze brauchen, wenn wir ein Level spielen. Obwohl, ja gut, bei Secret Exits... Also, Secret-Stern meinte ich. Da braucht man halt auch keine... Brauchte ich auch keine Sternmünzen. Aber egal. Egal. So,
So, wir sind jetzt hier oben. Dann mal kurz das Ding hier nehmen. So. Ja, ruhig mal die ganze Luft rauslassen. Zack. Und da hinten ist das Finale. Luigi, freust du dich schon drauf? Bowser auch mal endlich in den Arsch zu treten. Dein Hauptgegner war ja meistens immer König Buhu in Luigi's Mansion. Also ganz Bowser als Hauptgegner hast du halt nicht. So, da seht ihr jetzt auch, dass man zwingend Yoshi da lassen muss. Weil man mit Yoshi hier nicht hochkommt. Also kann man halt Bowser auf keinen Fall mit Yoshi besiegen. Außer mit Hex. Aber gut. Also ich denke mal. Ich weiß nicht, was hier in Super Mario Galaxy 2 möglich ist, aber hier ist bestimmt auch einiges möglich. Weil ich habe mich damit nie befasst. Wollte ich auch nie. Weil das macht meiner Meinung nach so ein bisschen das Spiel dann kaputt. Also so richtig Hex hier im Spiel drin. Natürlich gibt es auch Super Mario Galaxy Hex, die daraus nochmal einen weiteren Teil machen. Die sind schon ganz interessant. So. Bowser. Ich habe jetzt auch mal den Text übersprungen, das müssen wir ja auch nicht unbedingt anhören. So, zack. Haben wir ihn? So, Luigi. Ich hoffe mal, Mario hat dir genügend erzählt, wie der Bosskampf hier funktioniert, aber es scheint so. Das scheint so. Hat Mario dir also alles so erzählt. Das ist sehr, sehr gut. Und wo schießt du ihn hin? Wo schießt du den Kometen hin? Das war nicht gerade klug. Aber egal. So, dann nochmal ein paar Kometen. Her damit. Da geht die. Kommt der Komet hier? Ja, sehr schön. Und das sieht doch super aus, gerade von Winkel her. Perfekt. Ja, da hast du gerade so gedacht. Läuft nicht ganz gut. Aber egal. Für uns läuft es gut. Und das ist die Hauptsache. Und seid ihr auch schon gespannt, was da noch ist? Was nach dem Bosskampf kommt? Ich muss ja sagen, ich weiß es. Vielleicht wisst ihr es auch. Das kann natürlich auch sein, weil einige von euch kennen ja schon das Spiel. Wenn ich da zum Beispiel an Andreas oder Johannes denke. Aber dennoch, ich bin sehr gehypt. Es ist lange her, seitdem ich so weit gekommen bin. Ich hatte, glaube ich, auch nur ein einziges Mal alle Sterne in allen Galaxien. So. Jetzt ist er wütend. Jetzt kommt die Flamme dazu. Gleich. Und wir müssen bedenken, wenn er hier besiegt ist, ist er noch nicht ganz besiegt, weil er feiert nochmal sein Comeback. Was dann natürlich vergebens ist, ist mir klar. Jetzt kommt erstmal die Flamme. Ah, shit. Ja gut. Von dem Ring treffen lassen ist mir lieber als vom Feuer. Weil beim Feuer zappeln wir noch ein bisschen herum und darauf habe ich keine Lust. So, hier Bowser. Voll ins Gesicht. Uiuiui, das muss wehgetan haben. Das muss wehgetan haben. Na Bowser, hast du jetzt Kopfschmerzen? Ich hoffe. Ah, wahrscheinlich hat er welche. Also, so wie ihn der Komet getroffen hat. Das stellt euch mal vor, so ein Komet kommt auf... Oh, oder halt reicht ja schon aus, so ein großer Stein. Das ist ja... Uiuiui. So, Bowser. Und, oh, ins Kinn. Huiuiuiui. Wenn der jetzt nicht ins Krankenhaus muss. Aber gut, leider gibt's hier weit draußen im Universum kein Krankenhaus für dich, mein lieber Bowser. Aber wir wissen alle, dass Bowser wieder zurückkommt. Und so sieht der große Stern aus, wenn man den schon mal eingesammelt hat. Ja gut. Weißt du was, Luigi? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Ja, Bowser, ist in Ordnung. Aber jetzt spielt wenigstens wieder die schöne Musik, die mir so sehr gefällt. Ich glaube, die spielte auch im ersten Teil im Final Boss. Oder so in der Art zumindest. So, tschüss. Boah, schon wieder ins Gesicht. Ah... Das muss doch jetzt schon mehrfach gebrochen sein, oder nicht? Muss wirklich schon mehrfach gebrochen sein, also Bowser. Dass du überhaupt noch reden konntest gerade. Also meinst du, da habe ich schon ein bisschen Respekt. Und jetzt, ja, an die Hälfte des Gesichts da noch an. Das war daneben. A little bit. Oh, jetzt kommt er an, aber wir haben ihn. Puh.
Da ist er down. Meine Macht verschwunden. Mein Imperium zerstört. Mein Schokokuchen niemals gebacken. Ja, Bowser, ist gut, ist gut. Gute Nacht. Und das haben wir innerhalb von 10 Minuten geschafft. Wow. Also das ist wirklich eine Rekordzeit. Für mich persönlich. Aber gut. Da ist Peach wieder mal. Dieses Mal einen durchsichtigen Stern. Ich mag die goldenen Sterne lieber als die durchsichtigen. Aber gut. Goldig ist halt einfach geiler. Ja, Luigi, da kannst du ja ruhig mal mit Peach fremdgehen. Also muss ja Mario nicht wissen, dass du plötzlich der Held von Peach bist. Ich gönn's dir, mein Bro. Ich gönn's dir, Luigi. Dass du mal der Held bist von Peach. So, der große Stern erhalten. Und nun? Gibt's wieder die Geschichte von Rosalina oder ist das jetzt eine andere Sequenz? Oh, schau mal. Das ist dasselbe nochmal. Aber gut. Das war sowieso eine schöne Sequenz. Also, los nochmal. Vielleicht kommt jetzt noch was anderes dazu. Weiß ich jetzt nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen werden. Oh, immer schön, wenn ich Rosalina sehe. Immer wieder schön. Mama! Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Dieser riesige Unhold hat sich unserer Powerstellung bemächtigt und er hat mich auf gemeinsame Art von meinem kostbaren Baby getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben, bist du, mutiger Raumfahrer, durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Du warst fest entschlossen, meine Prinzessin aus dem Fängen des Unheils zu befreien. Es war die Kraft deiner Entschlossenheit, die dich hier geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lass uns der Kraft der Sterne dafür danken. Luigi, danke, dass du mein Baby nun mal nach Hause geleitet hast. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde. Ich werde dich niemals vergessen, Luigi. Niemals, das will ich nicht vergessen. Und haut er jetzt mit Luigis Mütze ab? Ja. Also dasselbe nochmal wie mit Mario. Aber gut, finde ich auch nicht so schlimm. Mögen die Sterne auf dich leuchten. Rührend, der besondere Lumazu, zu der ihr kostbaren Person gefunden. Ihm, nicht ihr. Aber auch du, mein Freund, ist es nicht so? Also, ich als Mario wäre jetzt sehr eifersüchtig. Alles klar, ihr zwei, es ist höchste Zeit, zu einem Heimatplaneten zurückzukehren. Ja, wird jetzt Zeit. Falls die Credits nochmal kommen sollten jetzt, werde ich die überspringen bzw. rausschneiden. Weil das haben wir ja schon gesehen. Das hier zum Beispiel kann ich jetzt nicht überspringen. Also mit irgendwelchen Knöpfen oder so. Naja, ich denke mal, jetzt werden auch nochmal die Credits kommen. Ist ja auch klar, nach dem Final Boss. Da wir sie schon gesehen haben. Werde ich nur eins anfügen. Ich finde schön, dass noch eine weitere Welt existiert, die legendäre Welt S. Damit es nochmal schwieriger wird und ich mag da auch die Aufgaben. Aber gut, das ist dazu. So, Credits sind vorbei. Und der Hintergrund sieht meiner Meinung nach gerade etwas anders aus. Thank you for playing my game. Danke, Luigi. Und ich
Fragen, gab es bei den letzten Credits, die wir gemacht haben, den Honigpilz? Bei denen hatte ich gerade, daran konnte ich mich nicht erinnern. Rosalina, in ihrer Stube, wo sie in Supermarkt Galaxy 1 ihre Geschichte erzählt hat. Gut, jetzt sind alle versammelt. Als nächstes möchte ich euch eine Geschichte über die Wunder des Kosmos erzählen. Es ist die Sage der grünen Sterne. Mit als nächstes meinte sie halt, dass sie davor eine andere Geschichte erzählt hat. Die Geschichte von ihr selber, die sie in Super Mario Galaxy 1 erzählt hat. Dies ist eine Geschichte, die seit langer, langer Zeit erzählt wird. Schabernack-Kometen sind aufgetaucht. Das Spiel wurde gespeichert. Wir haben so noch ein bisschen Zeit, um reinzugucken. Doch was passiert jetzt? Die Jagd auf die Grünsterne kann beginnen. Wir haben da eine silberne Krone. Das heißt, an sich ist es ja komplett. Oder nicht? Wie weit du gekommen bist. Ich habe Neuigkeiten. Im ganzen Universum wurden sonderbare Schabernack-Kometen gesichtet. So solltest du dir die mal anziehen. Okay. Ich hole mal kurz den Brief von Peach, weil sie schickt immer noch Briefe. Vielleicht sind das auch Briefe, die sie im Voraus abgeschickt hat. Und das sind noch ein paar Briefe so jetzt. Ja, gut. Nehmen wir mal an, obwohl der Empfänger Mario ist. Oh, wie interessant, ein grüner Schabernack-Komet. Weil diese Grünsterne so selten sind, sind sie auch unter dem Namen Raumphantome bekannt. Jetzt, wo wir sie gesichtet haben, willst du sicherlich gleich beginnen, die Grünsterne zu ergattern, oder? Bestimme du den Kurs, Steuermann. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Weltenkarte gucken, sehen wir, in jeder Galaxie gibt es weitere Sterne. In jeder. Bedeutet, die werden wir jetzt machen, falls jemand von euch dachte, das ist der letzte Part. Nein, wir haben erst die Hälfte geschafft der Sterne. Denn es sind nochmal genauso viele, wie wir bisher gesammelt haben. Nur, ich denke mal, wir kriegen das dieses Mal ein bisschen schneller durch. Wir werden hier in der Hochgarten-Galaxie in diesem Part schon anfangen. Und dann die nächsten Parts, dann mal gucken, wie weit wir dann kommen. Auf jeden Fall, endlich geht die Suche los nach dem Grünstern und endlich kann ich auch offen darüber reden. Grünstern 1. Los geht's. Denn das ist nochmal ein weiterer Punkt, wo sich das Spiel von Super Mario Galaxy 1 abhebt. Was ich leider auch in meinem Fazit nicht reinbringen kann. Was halt auch nochmal ein positiver Punkt meiner Meinung nach sind. So, den Text kennen wir aus dem allerersten Part. Das ist halt die allererste Aufgabe, wo wir drinnen sind. Rein theoretisch können wir die Aufgabe machen, so wie wir lustig sind. Können den alten Stern holen. Oder wir gucken, wo sind die anderen. Weil die grünen Sterne sind versteckt. Die kann man aufspüren, indem man gut horscht. Also hören tut. Denn wenn man in der Nähe eines Grünsterns ist, kommt dieser typische Sternsound. Natürlich ist ja dann da ein bisschen ungewöhnlich, wie zum Beispiel hier. Dann sieht man, hier ist zum Beispiel ein Grünstern. Bedeutet, wir müssen jetzt in jedem Level gut hören können, um zu sehen, wo die Grünsterne sind. Ich weiß nur noch von ein paar einzelnen, vielleicht noch so ein bisschen die Position. Aber vielleicht so drei Stück, vielleicht mehr auch nicht. Vielleicht zwei, vielleicht einer. Aber die anderen sind für mich komplett blind. Ich habe die zwar schon mal alle geholt. Ich habe ja das Spiel schon mal zu 100% gespielt. Aber es ist halt so lange her. Wie gesagt, ich habe das nur einmal gemacht. Bedeutet, ich habe die Grünsterne auch nur ein einziges Mal geholt.
Und die anderen Aufgaben habe ich mehrmals gemacht, daher kann ich mich an die anderen Aufgaben mehr erinnern. Es ist vielleicht nicht gerade so das Spannendste jetzt, was hier noch auf uns zukommt. Aber doch, der ein oder andere Grünstern wird schwierig zu holen sein. Das kann ich euch versprechen. Müssen wir mal gucken, wo sind die Grünsterne? Wo sind sie abgeblieben? Gut, den Text wollen wir wieder überspringen. Den ersten Grünstern haben wir geholt. Jetzt müssen wir Ohren aufhalten und mal gucken, wo könnte der nächste sein. Ich bin auf diesem Planeten, denke ich mal, jetzt eher weniger. Daher werden wir dementsprechend hier mal schnell von mal hier durchgehen und weitergehen. Und mal zum nächsten Stern drüber gehen oder zum nächsten Planeten, um mal zu sehen, ob da ein Stern überhaupt ist. Man kann die aus der Ferne auch nicht sehen. Nicht so wie die normalen Sterne. Aber ja, wenn man ein gutes Ohr hat, dann sollte man die hören können. Die einzige Schwierigkeit ist gerade, im Gegensatz zum privaten Spielen, dass ich nebenbei erzähle. Bedeutet, es kann sein, wenn ich so erzähle, dass ich den einen oder anderen Stern übersehe. Wenn ich mal einen übersehen sollte und den nicht finden sollte, dann werde ich das dementsprechend reinschneiden. Und ich höre ihn schon. Jetzt kann er halt an verschiedenen Stellen sein. Ich möchte erstmal... Ja, ich würde gerne mal auf den Block gucken, aber ich sehe da keinen Schatten. Weil es ist noch ein weiteres Indiz für grüne Sterne. Die haben immer einen Schatten. Daher muss man da dann ganz genau gucken. Muss hier irgendwo sein. Hier wird der Ton leiser. Oder? Müssen wir mal ganz gut mit der Perspektive gucken. Wo könnte er denn sein? Der ist hier ganz in... Da ist er! Da ist er! Also doch noch ein bisschen weiter entfernt. Okay, gut zu wissen. Dass man da ruhig ein bisschen auf Entfernung gehen kann. Wusste ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich werde es auch häufiger so machen, dass ich Wege, die wir im Part schon mal gesehen haben, rausschneide. Bedeutet, wenn wir den Stern jetzt hier holen und den dritten Stern dann holen. Ich kann hier die Perspektive nicht ändern. Dann werde ich den Rest rausschneiden. Also den Weg hier zum Beispiel wieder hin rausschneiden. Und dann von hier aus dann wieder weitermachen. Damit wir ein bisschen Zeit sparen, damit wir ein paar mehr Sterne in einem Part schaffen. So, jetzt muss ich hier, muss der Sprung sitzen. Der sitzt. Sehr, sehr schön. Es kann aber auch sein, da bin ich mir selber gerade gar nicht sicher, dass der dritte Grünstern vielleicht bei der zweiten Aufgabe ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob alle Grünsterne immer zu einer Aufgabe gehören oder vielleicht verteilt zu den zwei Aufgaben. Ich denke sogar, sind verteilt. Meine ich zumindest. Gut, wir können ja die erste Galaxie jetzt nochmal abschließen. Und den sechsten Stern holen. Ja, und damit sieht man, es gibt wirklich sehr, sehr viele Sterne pro Galaxie. 6 Sterne bzw. 4 Sterne. 4 Sterne bei den kleinen Galaxien, 6 Sterne bei den großen Galaxien. Beziehungsweise ohne Grünsterne, 3 Sterne bei der großen, 2 Sterne bei der kleinen. Und das ist wirklich jetzt die zweite Aufgabe. Ich glaube, man hat eben in der Einblendung schon gehört, bei den großen Kugelbelies, dass da... dass man da was gehört hat. Würde ich jetzt so behaupten. Daher werden wir mal hier ganz schnell vorangehen. Ich glaube, dieser Kugelbelie hat den Schlüssel oder hier in der Kiste drin. Das war jetzt nichts. Nee. Einer von den Kugelbelies. Warum sage ich Kugelbelies? Na! Ich meinte Chomps. Vielleicht du? Nein, auch nicht. Einer von denen hatte das doch. Nein, das war nichts. Ah, doch. Halb. Oder doch in der Kiste. Ja, Unbesiegbarkeitsstern, immerhin. Aha, du hattest den. Du hattest den. Okay, gut. Der letzte mögliche natürlich. Ist ja klar. Aber okay, ist nicht so schlimm. Gehen wir direkt mal weiter. Du führst uns ja zur nächsten Galaxie. Hier habe ich sowieso nichts gehört. Ja, das ist die erste Galaxie, bitte noch ein paar Tutorials oder wird auch hier erklärt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen wachsames Auge haben und auch ein wachsames Ohr. Ich höre es wirklich. Hier, okay, gut. Wir müssen rein.
Aber wir wissen schon mal die Lage des dritten Sterns. Das ist ja schon mal eine Hauptsache. So, jetzt muss ich mal kurz den Eingang finden. Ich glaube, der ist da oben, oder? Ja, da leuchtet es ja auch. Okay, gehen wir hier rein. Und ich finde gut, dass das bei den Aufgaben aufgeteilt wurde. Dass nicht alle drei Sterne bei der ersten Aufgabe mit drin sind. So, jetzt müssen wir mal hier durch. Die ersten Galaxien sind ja, wie gesagt, nur einfach. Also, das ist ja gar kein Problem. Okay, gehen wir mal hier runter. Hier rüber. Und dann mal gucken. Das muss ja jetzt hier irgendwo rechts sein. Nicht beim Sternring, sondern da dahinter. Da ist dann hier ein Monopilz. Und hier drüber. Genau, da ist der Grünstern. Wir haben ihn. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran bei der Jagd nach den Grünsternen. Denn die Jagd nach den Grünsternen hat auch einen ganz bestimmten Sinn. Allerdings will ich darüber noch nicht sprechen. Sagen wir es mal so. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Kann ja sein. Auf jeden Fall kommt da noch was auf uns zu. Und man hat gerade gesehen, ich kann es ja gerne nochmal auf der Weltenkarte zeigen. Nun ist die Krone golden. Und nun ist sie wirklich abgeschlossen. Ja, falls ihr euch schon gefragt habt, warum die Kronen silber sind. Im nächsten Part geht es hier in Welt 1 weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag und bye bye.